Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division Part 9. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir das Flüchtlingslager mit Flüchtlingen befreien mussten, retten mussten. Gott sei Dank hat jemand etwas gegen diese Sträflinge unternommen. Denn die Flüchtlinge, die haben dieses Virus in sich. Und davon brauchten wir Stichproben sozusagen. Und das geht nur, wenn wir die Flüchtlinge retten. Und das haben wir in der letzten Folge getan. Und ja, wie versprochen geht es hier weiter. Also kurz bevor wir hier loslegen, wollte ich nochmal sagen, ich habe so ein bisschen aufgeräumt. Und ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Folge noch die AK-47 gehabt. Die habe ich jetzt getauscht durch die M4 mit den entsprechenden Mods. Also nichts Spektakuläres, einfach nur die Optik. Eigentlich alle Attribute, die wir auf der AK-47 haben, habe ich nur auf die M4 übertragen. Gut. Ja, ich würde sagen, ich mache die Cam mal wieder aus, denn wir machen jetzt weiter. Medizinischer Flügel. Die wollen wir weiterhin ausbauen. Und schauen wir mal, was passiert. Da sind sie ja. Hallo, ich... Eine Sekunde. Ja... Tut mir leid, Dr. Candle, aber die Probe bringt nicht die Ergebnisse, die... Machen Sie es bei Zimmertemperatur? Sie sagten... Ich sagte Zimmertemperatur, verflucht. Ja, also, ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Kaum zu glauben, wie schwer es ist, bei einer Pandemie gutes Personal zu finden, hm? Jedenfalls... Die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Dr. Ellis in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex-Frau. Wie auch immer. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Das erklärt also, warum unsere Doktor sehr gerne mit Frauen diskutiert. Sie hatte mal eine Frau. Okay. Okay. Dazu sage ich mal nichts. Schön, dass Sie wohl auf sind. Jeder muss es selber wissen. Okay, schauen wir mal. Wir haben jetzt Vorräte 680. Was können wir damit machen? Katastrophenhilfe können wir leider nicht machen. Dazu fehlen uns leider noch 320 Punkte. Wir können jetzt hier höchstens zwei Sachen aktivieren. Ich würde sagen, was haben wir hier? Quarantäne. Kontaminierungs- Aufklärungsdaten zeigt alle kontaminierten Bereiche. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Die bauen wir aus. Neue Fertigkeiten, neuer Vorteil. Die schauen wir uns gleich an. Ach, ist ja nicht egal. Taktischer Scanner. Der Schaden erhöht sich beim Angriff auf feindliche Ziele, die durch den Spürimpuls identifiziert wurden. Ja. Der Hacker, der Impulsgeber, beschützt den Anwender und alle Verbündeten vor feindlichen Spürimpulsen. Okay. Vorteil, ja, habe ich gerade eben gelesen. Impulsverstärker. Okay. Ja, ich wollte mich nicht zu lange hier eigentlich aufhalten. Erweitert Dark Zone Inventar. Dark Zone, da bin ich auch gespannt, was das genau sein wird. Erweitert das erste Hilfeset um 1. Steigert alle Credit-Verdienste um 10. Ich würde sagen, die Kinder gehen vor und wir bauen die Kinderkrankenpflege auf. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Okay. Die Frau ist sehr, sehr gutmütig. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten. Ganz zu schweigen von den Schwangeren. Können wir darüber? Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ja. Bringt nur nichts, wenn ich da nicht rüber kann. Können wir rüber? Geht's überhaupt? Wie soll ich denn diesen Raum da erkunden? Hallo? Schön, dass Sie wohl auf sind. Ich würde es gerne mal sehen. Okay, dann schauen wir uns mal schnell die Fähigkeiten an. Was haben wir? Sie haben jetzt Mods für Ihre Fertigkeiten entsperrt. Mods verbessern und erweitern Ihre Fertigkeiten um neue Funktionen. Okay, dann zeig mal. Was haben wir denn hier so Feines? Mods anlegen. Okay, hier anscheinend noch nicht. Talente. Talente stehen Ihnen zur Verfügung. Okay.
Okay, wir haben hier wieder was Neues freigeschaltet. Was haben wir? Ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe von Verbündeten benutzen, um Gruppenmitglieder und Helfer im Umkreis von 20 Metern um 40% zu heilen. In der Nähe von Verbündeten nutzen. Ah, wenn ich also eins benutze, heile ich mich, glaube ich, selber und die Gruppe. Was haben wir hier? Niedrige Lebenspunkte erreichen, um die aktive Cooldown-Zeit für Fertigkeiten um 20% zu verringern. Okay. Ja, das müsste ich mir in Ruhe alles angucken. Ich lese das jetzt eben mal so. Was haben wir hier? Genau. Zeigt alle kontaminierten Bereiche auf der Karte an. Das haben wir freigeschaltet. Und wir haben freigeschaltet, sammelt stündlich. Ja, das hatten wir schon. Und steigert den Virusschutz. Ne, das hatten wir eigentlich auch schon. Ah, hier ist das neue. Erweitert das Erste-Hilfe-Set-Inventar um einen Platz. Also nochmal um einen Platz gestiegen. Das finde ich sehr gut. Dann können wir genug von den Erste-Hilfe-Paketen tragen. Und ja, ich würde sagen, wir machen die nächsten Einsätze. Und ich muss hier an dieser Stelle sagen, ich habe was herausgefunden. Das habe ich vorher nicht gewusst. Man kann... Ich wähle erstmal die Mission aus hier. Daten gescannt. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Okay, wir müssen ihre Schwester wiederfinden. Gut, also, was ich hier noch sagen wollte. Moment. Daten gescannt. Lade Dateien. Ja, das wollen wir jetzt nicht nochmal hören. So, wie war das denn hier? Ich hatte das doch hier irgendwie gesehen. Ah, hier, seht ihr? Blitzreise. Man kann mit Viereck eine Blitzreise machen. Das heißt, wir können von unserer Operationsbasis rüber teleportieren sozusagen. Was heißt teleportieren? Er läuft eigentlich für uns und wir können zur nächsten, also zur Basis, die wir besucht haben. Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Es gibt hier so dieses Safe House Bereiche. Wenn man die freischaltet, kann man schneller zwischen den Bereichen rüber switchen. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Für die Leute, die ein bisschen faul sind zu laufen. Okay, wie war das hier nochmal? Karte. Okay, die aktivieren wir. Daten gescannt. Okay, das haben wir ja schon gehört. Das müssen wir nicht nochmal hören. Wir müssen die Schwester ausfindig machen. Weil ich hatte jetzt vor in dieser Folge... wenn man kurz die Karte betrachtet, ich wollte sehr, sehr gerne mit euch zusammen hier diesen Bereich hier freischalten, also beziehungsweise hier abarbeiten, bevor wir dann nach oben gehen und die ganzen Missionen dann machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil so oder so müssen wir eh alles machen. Von daher kriegen wir schon, denke ich mal, hin. Und schauen wir mal. Bereich durchsuchen. Hier vielleicht? Ah! Ein Echo entdeckt. Dann wollen wir mal dieses Echo hier öffnen. Na komm, gib mir die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Okay. Mist, ich habe Faces Funkgerät zu Hause vergessen. Ah, hier müssen wir die Schwester finden. Aus der Vergangenheit. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Ah. Das ist zu gefährlich. Okay, hier haben wir sie. Vermisst. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Ist das jetzt Heather Lau? Ja, sie spielt auf Gitarre. Okay. Ich glaube... Das wäre es dann, glaube ich, schon an dieser Stelle. Oder? Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Geht's jetzt weiter? Haben wir den nächsten Hinweis? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Haben wir die jetzt auf der Karte? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal einfach mal auf die Karte, oder? Moment, haben wir hier etwas? Ne, hier ist nur das Echo. Ah, ziemlich weit unten. Heather Lau. Ah, okay. Es gibt drei anscheinend. Okay. Jetzt ist halt die Frage, haben wir etwas auf der Karte neu dazu bekommen? Und wenn ja, wo? Hier vielleicht?
Ne, das ist kontaminierte Zone. Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Zum Teil ist es echt verwirrend. Muss ich jetzt hier nochmal? Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Okay. Was soll ich? Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Mist, ich habe Fays Funkgerät zu Hause vergessen. Okay, müssen wir jetzt zu ihr nach Hause? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diesen Hinweis noch nicht haben, wo sie jetzt genau ist. Na komm, gib ihr die Fischstäbchen. Ja, das Nein, hatten wir. Schatz. Wir brauchen sie. Aber ich mag Fischstäbchen nicht mal. Okay. Ja. Vielleicht jetzt? Müssen wir einfach ein bisschen weiterlaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Normalerweise, wenn wir jetzt diesen Hinweis haben, sollte er uns eigentlich sagen, wo wir jetzt hin müssen. Hm. Vielleicht müssen wir das auf der Karte selber herausfinden. Das kann natürlich auch sein. Okay. Was haben wir denn hier? Ja, dann machen wir einfach das nächste. Ich denke mal, das wird uns schon auf den Weg kommen. Vermute ich zumindest. Ja, machen wir es so. Machen wir den nächsten Nebeneinsatz. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Aber gerne doch. Gut, dann hoffen wir mal, dass jetzt nicht allzu viele Gegner im Weg kommen. Beziehungsweise in unseren Laufwegen entgegenkommen und uns stören, sozusagen. Na, hier haben wir wieder was zum Sammeln. Jawohl. Werkzeuge. Die brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir in Zukunft, wenn wir Waffen erstellen sollen oder irgendwelche Ressourcen verwenden, dann brauchen wir entsprechende Werkzeuge. Bedürftiger Zivilist. Ja, geben wir denen einen Müsli-Riegel. Ich danke Gott für Menschen wie Sie. Ach ja, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt seit dieser Folge neulich eine Mütze an. Sie sehen aus wie durch die Mangel gedreht. Genau. Ich habe meinen Charakter so ein bisschen verschönert. Es ist ja auch kalt draußen, ne? Da muss ich auch eine Mütze anziehen. Wir haben ein Problem. Und ja, das wollte ich eigentlich noch erwähnen. Habe ich ganz vergessen. Weil das Spiel, das bietet so viele Informationen. So viel, was man machen kann. Und da kann man ganz schnell mal eben was übersehen. So. Wir müssen jetzt mal jeden Moment ankommen. Ich hatte diese Folge, habe ich jetzt vor, ein paar Nebenmissionen abzufrühstücken. Damit wir das auch hinter uns haben. Ich hätte auch gerne die medizinischen Missionen weitergemacht. Aber das können wir nachher noch machen. Weil ich denke mal, wir gehen systematisch vor. Weil wenn wir jetzt immer hin und her, also einmal hoch die Karte, einmal runter die Karte gehen, dann ist das ziemlich durcheinander. Dann machen wir das lieber chronologisch von unten nach oben, sozusagen. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Ich muss irgendwie meine reinhauen. Wen? Mich? Oh, das sind viele Gegner. Aber die müssten wir eigentlich kriegen und schaffen. Den kriegen wir noch. Ah. Na. Ich bin blöd zum Treffen. Hallo? Hartnäckig, ja, okay. Er ist auch sehr gut verteidigt. Also er hat sich sehr, sehr gut versteckt. Deshalb war er ein bisschen schwieriger zu treffen. Und weil ich ein bisschen unfähig war. Okay, ja. Wir haben hier genug Platz, sehe ich. Auf unserem Inventar-Slot sozusagen. Also wir haben noch 6 belegt von 36. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen aufgeräumt in den letzten Folgen. Warnung, Eintreffen der Gegner. Okay. Was ist das? Müssen wir es wir müssen es verteidigen. Da hat auch eine Lebensanzeige. Oh je, das kann noch was werden. Warnung, Ware wird beschossen.
Na komm. Warnung, ein treffender Gegner. Wow. Boah. Stufe 8. Geil. Na, ihr auch nicht. Na komm. Headshot. Ich glaube, ihr habt eher keine Chance. Wo seid ihr? Ware wird beschossen. Oh shit. Mist, ich wollte das noch einsammeln. Bevor ich es vergesse. So. Shit. Ich glaube, ich hätte lieber hochlaufen sollen. Verdammt. Ich glaube, ich scheitere gleich. Ich habe mal eine Granate hochgeworfen. Shit! Och, Mann. Ich habe jetzt total gefailt. Ah. Wer ist doch... Jetzt mal ohne Flachs. Wer ist so schlau und setzt den nächsten Beschützpunkt auf der Brücke? Da kann man doch nicht mal in Ruhe mal erstmal Sachen aufsammeln. Nö, man muss eigentlich die Brücke sofort... Also das ist bisschen unfair, finde ich. Nee. Er sieht mich gar nicht. Ja, bringt jetzt natürlich nichts, wenn die Nebenmission gescheitert ist. Boah, das geht mir richtig auf den Keks gerade. Ich reg mich eigentlich nicht so oft auf, aber das ist jetzt ärgerlich. Okay, dann machen wir direkt den nächsten. Mann, Mann, Mann. Ja, wie ihr seht, es kann nicht immer alles gut laufen. Auch leider gehört das Scheitern noch dazu. Aber ich bemühe mich, dass es jetzt in Zukunft nicht so oft vorkommt. Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Analyse, Orte, Agenten. Okay. Ach, ist ein Wegweiser. Er zeigt einfach in diese Richtung. Okay, dann machen wir das mal. Ich sehe die nächsten Gegner da laufen, glaube ich, oder? Nee, das waren nur Zivilisten. Hm? Mehr? Okay. Das zeigt hier nach unten. Dann gehen wir nach unten. Ah, es ärgert mich immer noch mit der Nebenmission. Das ist richtig gemein. Man hat nicht mal in Ruhe Zeit. Fange Funkübertragung ab. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Okay. Ah. Vermisster Agent gefunden. Zumindest den Hinweis darauf, dass einer vermisst ist. Oder der schon vermisst wurde. Und jetzt wir den Hinweis haben, wo er sich befinden könnte. Okay, dann würde ich sagen, wir überraschen sie wieder. So. Jetzt bin ich wütend. von der Brücke-Aktion hier. Jetzt muss ich die Wut an den hier rauslassen. Zack. Oh. Ihr habt den Scorn Knight hüten gemacht. Jetzt geht's aber los hier. So. Ich denke mal Munition. Nee. Arbeitshandschuhe. Machen wir mal kurz hier Ordnung. Was haben wir hier? Für die M4. Ja, ob man es braucht, weiß ich nicht. Das zerlegen wir wieder. Hier, boah, auch nix. Können wir alles weghauen. Gut. Interagieren. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Okay. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Okay, ich muss, glaube ich, die nächste Wasserpumpe gleich einsetzen. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Okay, oh. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Shit.
Na, kommt. Aber ich muss sagen, ich bin momentan sehr, sehr offensiv. Ich hoffe, das wird nicht zum Verhängnis. Okay, wir haben noch 1:30. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Weil hier weiß ich wenigstens, wie viel Zeit ich noch habe. Nicht so wie bei der Brücke gerade. Das war richtig fies. Hier war doch etwas. Okay, nehmen wir mit. Und wir kurbeln wieder. Gut. Jetzt wieder verteidigen. Und den nehmen wir auch noch in die Mangel. Ja, da wisst ihr, wie das ist, wenn man stirbt und nicht erfolgreich ist. Okay. Haben wir hier noch mehr Geisteskranke? Das Glück, dass die Stange im Weg ist. Streitkräfte nähern sich. Ja, das geht doch eigentlich relativ fix. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder aktivieren oder immer noch verteidigen. Verteidigen. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Okay. Schnell interagieren. Ziel erfüllt. Perfekt. Kommt noch was? Kommen noch mehr Gegner? Ja. Warum frage ich eigentlich danach? Warnung. Reitkräfte nähern sich. Zack. Jetzt in Betrieb. Wasserdruck stabilisiert. Sehr gut. Wasserdruck wieder auf normaler Stufe. Keine weitere Feindaktivität entdeckt. Ja, so stelle ich mir eine Nebenmission vor. Schnell und knackig. Okay, wir haben eine Brandgranate aufgesammelt. Und ich würde direkt sagen, wir machen direkt den nächsten hier. Hier geht's Schlag auf Schlag. Und ich glaube, wir nehmen die Mission, die wir vorhin... Es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Ja, das kann ich machen. Ich muss nur rausfinden, wo ich hier raus muss. So, und das ist hier. Also nicht persönlich nehmen, ne? Dass ich die Frau gerade ein bisschen veräpple. Es liegt einfach nur daran, ich habe diese Mission so abgekackt vorhin. Also nicht hier diese Nebenmission, sondern die davor mit der Brücke. Boah, das macht mich so... So kirre macht das mich hier. Alles deine Schuld. Oh. Werde ich hier noch beleidigt, ey. Na, komm her. Ja, die armen Jungs müssen jetzt dran glauben. So, wir haben wieder eine Waffe gesammelt. Ich würde sagen, die checke ich dann später. Ich gehe jetzt direkt zur nächsten Nebenmission, die ich vorhin richtig schön vergeigt habe. Und in der Hoffnung natürlich, dass es diesmal besser funktioniert. Warnung, eintreffende Gegner. Ja, dann kommt her, liebe Gegner. Ah, jetzt auf der Brücke. Diesmal mache ich nicht denselben Fehler. Diesmal gehe ich hoch und verteidige die Brücke. Oh, wo sind sie? Die Gegner. Da. Amateure, müsst ihr hier hin? Da. Warnung, eintreffende Gegner. Frage ist wo? Gehen wir direkt hier runter. Ah, da kommen sie schon. Die Halunken! Was möchtest du von mir, hä? Bam! Warnung! Eintreffende Gegner! Ja, das würde ich mal sagen. Schnell Durchlauf. Schnell Durchlauf der Nebenmission. Zack. Und da purzeln sie.
So, nächste Station. Warnung, Ware wird beschossen. Ja, das muss ich verhindern. Ich bringe euch gleich um hier. Ja, dann mach mal. So. Jawohl! Ich muss sagen, wir sind alle schwer beeindruckt, wie du die Medizinlieferung gesichert hast. Ich werde Benny von dir erzählen, wenn ich ihn sehe. Das wird ihm gefallen. Das glaube ich auch. Oh. Wer will mich wieder ärgern? Ja, komm. Die mache ich jetzt auch fertig. Irgendwas schießt mich von der Seite. Um die kümmere ich mich gleich. Erstmal hier rüber. So, jetzt kümmere ich mich hier. Ich glaube, der wird hier oben sein. Na, wo bist du denn? So, Ende der Fahnenstange. Zack. Zack. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Ja. Oh. War noch ein Restbestand der letzte Granate von den Gegnern. Bin ich direkt da reingelaufen. So, ich würde sagen, Schlag auf Schlag geht's hier weiter. Direkt zum nächsten Nebeneinsatz. Oh, Schätzchen. Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen... Oh, jetzt habe ich sie weggedrückt. Das liegt aber daran, ich wollte nachladen. Und dann habe ich sie dadurch leider weggedrückt. Also die kommen jetzt richtig offensiv hier. Ah! Gut, dass ich hier gerade unterwegs bin, weil hier sehe ich gerade, dass wir wieder etwas gefunden haben. Bin gerade beschäftigt, aber ihr wisst ja, was zu tun ist. Hi, Kim. Hier ist Alvaro. Ich wollte mich nur mal melden, jetzt wo so viel los ist. Und naja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich dich liebe. Ich habe dich immer geliebt, seit unserer Kindheit. Und, naja, ich hoffe, du bist wohl auf irgendwo und dass sich alles gut entwickelt. Also ich hoffe, es geht dir gut, Kim. Bis dann. Eine süße Nachricht. So, und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Mission. Kopfgeld, Michelle Mason. Okay, eine Halunkin. Also Frauen gibt es hier auch im Spiel. Nicht nur Halunken, sondern Halunkinnen. Schauen wir mal. Michelle Masons Leutnant neutralisieren. Okay. Schauen wir mal, ob wir es schön hinkriegen. Hier sieht es noch relativ ruhig aus. Wird sich bestimmt gleich ändern. Ja, hier sehe ich schon ein paar Gegner. Hinter uns. Oh ja, ich bin bereit. Oh nö. Achtung, er versteckt sich. Du wirst sterben, Bruder. Ja, du auch. Er versteckt sich da vorn. Boah. Wow. Mann, Mann, Mann. Wäre fast schon ungenietet worden von so einem Einfallspinsel hier. Ja, ich muss einen Namen finden für diese Halunken. Kann die ja nicht immer gleich nennen. Das wäre ja langweilig auf Dauer. Ah.
So, was war das? Ein Knall. Ein Riesenknall. Der war natürlich nicht zu überhören. Ah, haben wir hier noch was? Ja, hier ist noch etwas. Okay. Na komm. Oh, den habe ich doch getroffen. Ah. So, den haben wir auch. Hallo. Tut, was zu tun ist. Sammeln wir mal direkt ein. Das werden Sie wissen. Ah, wir können die Seiten wechseln. Okay, dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Heilung. So, den haben wir. Nachladen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Haben wir hier etwas zum Aufsammeln? Voll. Okay. Noch mehr Halunken. Wie, du Mädchen? Du bist ein Mädchen. Beschimpfen die mich nur als Mädchen? Wird ja immer süßer hier. Mit den Beleidigungen. So, schauen wir mal. Ah, ich sehe es schon. Alter, Pfinne. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Alter, Pfinne. Was war denn das, ey? Die haben ja ungenietet. Die kann doch nix, ey. Oh, geil. Oh, das war echt genial, ey. Ich will mich ja nicht selbst loben, ja, aber das war richtig krank. Aber positiven Sinne gemeint. Ah, geil. So, ich würde sagen, ja. Sollen wir noch einen machen? Ja, komm, die machen wir noch. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Okay, danke, mein Schätzchen. Die nennt uns immer Schätzchen. Ich glaube, das müssen wir mal auch mal sagen. Vielleicht hört sie dann damit auf. Okay. Die nächste Nebenmission ist direkt um die Ecke sozusagen. Schauen wir mal, was hier los ist. Dem JTF-Angriff anschließen. Okay, hier scheint schon viel abzugehen. Müssen einfach nur dazustoßen und mithelfen. Oder? Müssen wir mit denen quatschen? Ja. Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Ah, okay. Bewegung! Los, los, los! Soll ich hier hoch? Macht das Sinn? Eigentlich schon, oder? Oh lala! Oh, das war knapp. Ey, ihr feigen Säcke! Kommt her! Guck mal, der kommt wieder, ey. Was für ein Trottel, hört er noch auf mich? So, und der nächste kommt ja auch bestimmt. Wie die kleinen Dackel hier. Zack. Na, ich würde gerne runterspringen. Na? Ja, wir spielen gerade gegen Amateure, würde ich mal sagen. Also der eine da, der Kaczynski oder wie der hieß, dieser Boss, der war am härtesten bisher. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern. An dem wahren Haus, wo es gebrannt hat. Hast du Arias neues Video schon gesehen? Scheiße, das ist total geil. Sie sieht so toll aus. Hast du gehört, dass sie mit dem Sänger dieser schwedischen Band ausgeht? Was? Niemals. Oh, der ist so süß. Sein Haar ist göttlich. Ich liebe ihn so sehr. Sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein.
Hör auf zu telefonieren. Du musst dir die Nachrichten ansehen. Ich frage mich, wie das alles... Ich muss auflegen. Mama wird neidisch. Ich rufe da an. Okay, dann bis später. Bye. Okay. Ja, es war ein Mädchen, sie hat geschwärmt. Und ja, ich glaube, das hat nichts Großartiges hier zur Sache. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier zum nächsten Versteck und machen die fertig. Ja, ich muss sagen, die M4, die macht richtig schön Schaden. Die macht richtig Alarm hier. Dann können die Gegner einpacken. Okay, holen wir die Pistole raus. Ja, die ist auch ganz solide. Und hier kommen noch mehr. Hallo. Nicht vordrängeln, du kommst auch noch dran. Wir haben Alex. Heißt hier noch einer Alex? Ist mir schon einer der ersten Folgen aufgefallen, dass er Alex gesagt hat. Bumm! Das war Dreierpack. Ja, so langsam kriege ich es hier raus mit dem Spiel. Langsam kriege ich so diese Automatismen. Langsam geht es so ein bisschen schneller. So. Hier haben wir viele Sachen zum Sammeln. Weiß gar nicht. Das wird eh alles verscherbelt. Hier haben wir eine Granate, die wir nicht einsammeln können. Machen wir mal hier auf. Ah! Hallo! Alles Glück der Welt. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Das glaube ich dir, wenn ich da den ganzen Tag da eingesperrt wäre. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Oh, ja. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Das ist aber süß. Und nett. Ich war so gut wie tot, bevor sie gekommen sind. Ja. So, ja, sollen wir noch eine? Wir müssen noch so viele Sachen hier abchecken. Ja, das mache ich in Ruhe, weil wir haben im Grunde genommen haben wir das ja schon alles gehört. Das ist nur, um das nochmal anzuklicken und wegzudrücken. Ja, das mache ich gleich. Komm, wir machen den einen Nebeneinsatz noch. Agent, hast du Zeit? Ja. Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Oh ja, das mache ich sehr gerne. Aber nur, wenn du mir dann was zu essen kochst. Ich habe nämlich Hunger. Ja. Immer ein bisschen mit Humor nehmen hier alles. So, wir sind gleich da. 110 Meter circa noch. Tendenz, es wird weniger. komm. Also so viel, wie ich hier renne, da müsste ich ja schon mega abgenommen haben. Ich glaube, wenn ich so rennen würde in Wirklichkeit, ey, dann würde ich gar nicht mehr laufen können. So, schauen wir mal. Zur Antenne gelangen. Okidoki. Wie komme ich denn zur Antenne? Gibt es hier eine Leiter? Nö. Ist hier eine Leiter? Nee, wir haben kein Problem. Ich dachte, du wärst ein Problem. Aber du bist kein Problem. So, liebe Freunde der Sonne. Ah, hier geht's hoch. Weniger quatschen, mehr spielen, ne? So. Ja, ich würde sagen, hier hoch, ne? Jawohl. Wo sind die nächsten Bubis? Ja, ich auch. Um euch hier zu vermöbeln. So, ich glaube, den nehmen wir hier. Bam! Können sich ja gar nicht wehren, ey. Was ist los hier? Bin ich zu stark für euch? Oder seid ihr zu schwach? Das kann natürlich auch sein. Ja, noch beschwere ich mich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann richtige Level gibt. Da werde ich richtig abscheißen. Aber jetzt genieße ich erstmal den Triumph. Okay, zur nächsten Antenne. Oh, das geht auf Zeit. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Und alles, was uns in den Weg kommt, wegpurzeln. So, was haben wir hier? Hier haben wir bestimmt wieder was zum Einsammeln. La la la. Hier ist ja nichts los. Müssen wir hier raus?
Die Antenne ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Seite kommen. Normalerweise ja. Normalerweise müssten die Häuser verbunden sein. Weil sonst sehe ich keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Ja. Na komm her, du Bubi. Upsala. Ich dachte, ich hätte ihn nicht getroffen, aber ich habe ihn getroffen. Okay, wir müssen uns beeilen. Die Uhr läuft runter. Nachladen. Ganz, ganz wichtig. Konsole benutzen. Sieh mal an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Ja, gerne. Alles für die Firma, würde ich sagen. Und wir haben es wieder geschafft. Sollen wir noch einen machen, Leute? Sollen wir noch? Sollen wir noch? Habt ihr Lust? Habt ihr Lust? Ja, komm. Zur Krönung nehmen wir noch einen Kampf mit. Und dann, denke ich mal, ist die Folge für heute erstmal auch komplett. Weil das müssen wir so oder so machen, weil wir können uns natürlich die besten Rosinen rauspicken, ne? Aus den ganzen Missionen. Aber das müssen wir so oder so machen. Und ich muss auch sagen, habe ich noch gar nicht erwähnt, in der letzten Folge, wo ich ja gesagt habe, ja, ich mache jetzt Schluss, weil ich, weil der Weg sonst zu lang wird zur Operationsbasis und das noch extra aufzunehmen, das wäre ein bisschen, ja, langwierig. Als ich dann zur Operationsbasis zurückgelaufen bin, wurde ich angegriffen von einer Horde sozusagen. Ja, und jetzt fragt euch natürlich, ja, warum hast du es nicht aufgenommen? Ja, ich wollte, aber da war das Video, was ich in der letzten Folge aufgenommen habe, war schon in Bearbeitung. Und da kann ich leider schlecht gleichzeitig wieder was Neues aufnehmen. Weil mein Rechner zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, ja, sagen wir mal, beschäftigt war. Und da konnte ich schlecht eine Aufnahme machen. Tut mir wirklich leid. Aber es ist eigentlich nichts Spektakuläres. Weil es kamen wie immer nur die bösen Bubis und haben ihre Muskeln gespielt und meinen, die wären King Kong. Und ja, im Prinzip habe ich die auch wieder vermöbelt. Also nichts Gravierendes und ein paar Sachen gesammelt. Aber da war auch nichts Großartiges dabei. Die habe ich auch wieder größtenteils alle zerlegt, die Teile, oder verkauft. In letzter Zeit zerlege ich die Teile eher, weil Geld kriegen wir sowieso immer. Gut. Den Kampf machen wir noch. Virusforschung nennt sie sich. Nennt sie sich die Folge. Und ich sehe hier wieder Gegner. Aber ich glaube, die ignorieren wir, oder? Nein. Wir müssen jemandem helfen. Ich glaube, das war Rettung in letzter Sekunde, oder? Nee. Shit, wir haben den Zivilisten nicht gerettet. Oder? Er ist doch einer von den Bubis. Ah, vielleicht ist er schon weggerannt. Ich weiß es nicht. Naja. Machen wir noch eben diese Kampfmission hier. Oh, jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Habe ich von hier oben bessere Sicht? Ja. Na komm. Zeig dein Köpfchen. Zack. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Na, komm ich auch mal runter hier? Mann, Mann, Mann. Oh, wir haben hier was. Echo. Hier. Teilen Sie es sich ein, okay? Haben wir das nicht schon gehabt? Ich gehe einfach mal weiter, weil wir müssen hier die Mission machen. Oh shit. Hier meinen Gegner hier. Mein Freund hier angeschossen. Das wollte ich natürlich nicht. Hallo? So, jetzt mache ich euch fertig hier. Jawohl! Glück für die Sehr schön. Dass Sie auf unserer Seite sind. Ja, sicher. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. So sieht's aus, Leute. Sollen wir vielleicht doch noch einen machen?
Hier haben wir noch eine Kampfmission direkt in der Nähe. Ach komm, die nehmen wir noch mit, aber dann ist auch wirklich Schluss für heute. Ja, ich weiß, ich strapaziere euch wieder ein bisschen in dieser Folge. Aber ich kann euch sagen, in der nächsten Folge wird es dann auf jeden Fall wieder mehr so Richtung Medizin gehen. Also Medizinmission. So. Nehmen wir das mit. Die Verwaltung kommt dann später. Muss ich jetzt hier so rumlaufen? Ah, sieht so aus. Gibt's hier keine Abkürzung? Muss ich jetzt echt hier um den Block herumlaufen? Mensch, Leute. Och, Leute. Oh, hallo. Ja, nicht schon wieder. Jetzt frage ich mich, warum die das gesagt haben, nicht schon wieder. Sind die wieder zum Leben auferweckt worden oder was? Okay, hier sind bestimmt auch welche, oder? Ist doch ein fieser Trick. Ich mache mal Analyse. Nee, keine Bedrohung. Ich nehme trotzdem eine Pumpgun raus. Wer weiß. Weil hier sieht es ziemlich verwinkelt aus. Ist das im Haus? Anscheinend. Oh, ich wusste doch, hier sind doch welche. Oh shit! Na kommt. Ich bin hier fast tot. Ich muss ihn erledigen. Ja, ich dich auch. Oh, das war gerade noch knapp, ey. Das wäre noch die Härte. Kurz vor Schluss dieser Folge noch sterben, ey. Nee. Das brauche ich gar nicht. Haben wir hier noch mehr Gegner? Telefonaufzeichnung gefunden. Ah, eine Ebene weiter. Hier. Willkommen beim Kundendienst von Pricer House. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und werden... Warnung. Okay. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Okay, das machen wir noch. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Ah, die Triche haben wir ja noch. Ah, das geht wieder auf Zeit. Nein. Ah, wir müssen wieder schnell sein, Leute. Oh, das ist so fies, wenn man hier so viele Sachen einsammeln kann. Oh. Oh, was Blaues. Ha, ich freue mich. Das heißt, nachher wird verwaltet und geschaut. Was haben wir hier? Nur Sachen, die wir nicht nehmen können. Das finde ich gemein. So, haben wir hier noch etwas? Ja, sicher. Können wir Schränke öffnen? Ah, eine Hose. Nehmen wir einfach mal mit. Einfach alles plündern, was hier geht. Hm. Im Prinzip sind wir eigentlich nicht besser, ne? Wenn wir jetzt hier immer rumplündern und so. Naja, so ist das halt, ne? Wir dürfen das. Wir sind die Guten. Wir dürfen uns das erlauben. Wir haben ja auch keine bösen Absichten, muss man auch noch dazu sagen. Wir verkaufen es ja nicht. Wir behalten das ja. Aber ich glaube, die Leute, die hier mal gewohnt haben, die sind sowieso gestorben. Oder die sind nur in Sicherheit gebracht. Das kann natürlich auch sein. Ich muss hier ein bisschen schneller machen. Sonst läuft die Zeit davon. Und wir müssen hier noch zwei Scan-Vorrichtungen finden. Müssen wir hoch? Müssen wir hier...
Ah, hier können wir unsere Munition wieder auffüllen. Das machen wir natürlich. Damit wir gewappnet sind für die nächsten Aufgaben. Boah, ich habe so ein Gefühl, dass ich das hier gleich richtig verkacken werde. Vielleicht müssen wir hoch. Immer noch nichts. Haben wir hier vielleicht? Ja, hier haben wir wieder Schränke. Nehmen wir einfach mal alles mit, was da ist. Hier haben wir doch noch. Ah, einen Rucksack. Wahrscheinlich. Ja, meistens sind die Rucksäcke leider so bestückt, dass ich davon nichts nehmen kann. Ich benutze zu wenig Sachen. Ah, hier ist was. Verlassen des Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Okay. Okay. Hier haben wir schon aufgefüllt. Mist. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich irgendwo rüber? Hier vielleicht? Shit. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Verdammt! Wo muss ich hin? Ich glaube, im Haus noch. Shit, shit, shit. Ah, ich weiß, die Folge wird wieder sehr lang. Verdammt. Wo ist denn das? Ah, hier. Oh, ich wusste, ich habe doch irgendwas vergessen. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Perfekt. Jetzt müsste es doch geschafft haben, oder? Ah, jetzt müssen wir es noch in die Cloud hochladen. Och, Leute. Könnt ihr das nicht selber? Immer muss ich alles machen. So. Wo muss ich denn hin? Ah, darüber. Okidoki. Dann machen wir das. Wahrscheinlich kommen wieder Buben. Ich habe so ein böses Gefühl. Weil ich habe vorhin schon so Stimmen gehört. Und ich sehe schon. Lauf doch nicht weg. Na. Und den Einschuss. Zack. Super duper, würde ich mal sagen. Kontaminationsscan abgeschlossen. Jawohl. GTF-Server geladen. Perfecto mento. Hier haben wir wieder was zum Aufsammeln. Das machen wir noch und dann mache ich die Folge hier Schluss. Und dann werde ich gleich hier in Ruhe wieder zur Basis zurücklaufen. Ah, cool. Boah, wir haben wieder viele blaue Sachen. Okidoki, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir mal hier erstmal eine Pause. Ich muss sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viel geschafft und die Folge hat auch entsprechend lange gedauert. Ich glaube, wenn ich da am Anfang nicht gestorben wäre, da hätten wir es dann schneller hingekriegt. Aber ich glaube, auf die 5 Minuten kommt es auch nicht ab. Gut, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr mit mir hier die Nebenmissionen ja, mitgemacht habt sozusagen und in der nächsten Folge geht es dann bunter weiter und wir werden höchstwahrscheinlich die nächste medizinische Mission vollbringen und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommen wird. Euch allen noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.